Die Horrorgeschichten zum Einschlafen sind zurück. Jeden Tag eine neue Story. Zuerst gibt es die auf Spotify, Apple, Amazon Music und Co. Folgt dort auf jeden Fall unserer Playlist. Erster Link in der Beschreibung. Alle Stories sind fiktiv. Bitte niemals etwas nachmachen. Und jetzt viel Spaß. Danke, Opi. Ich freue mich so, dass ich heute endlich mal mit zum Angeln darf. Kein Problem, mein Junge. Wir sind hier am Silver River. Hier gibt's aber auch Stromstellen und das ist gefährlich. Passt du ja gut auf. Du schaust heute nur zu und geh ja nicht zu nah ans Wasser ran. Ja, Opi, natürlich. Ich war 10 Jahre alt gewesen, als mir mit meinem Opa gemeinsam die verrückteste Geschichte aller Zeiten passierte. Er war ein alter Angler durch und durch. Jeden Sonntagmorgen und wirklich jeden ging er, egal ob Nebel, Sonne oder Regen, in der Früh an die Flüsse unserer Region. Und von denen gab es reichlich. Er liebte die Stille, für ihn war das fast eher eine Art Meditation. An diesem Spätsommermorgen durfte ich auch mitkommen. Ein sanfter Nebel schwebte über den Ufern des wunderschönen Silver Rivers. So, ich werfe jetzt die Angel aus. Du kannst mir zusehen und vielleicht mal für später was lernen. Opi, stimmt das eigentlich, was die Leute über diesen Fluss sagen? Die eingestürzte Brücke und so? Oh ja, das stimmt. Aber eigentlich ist das eine Geschichte, die du noch nicht hören solltest mit deinen 10 Jahren. Doch, Opi, bitte. In der Schule habe ich eh schon davon gehört. Okay, ich erzähl's dir, aber erzähl es ja nicht deinen Eltern, sonst krieg ich Ärger. Nun gut, vor 10 Jahren überfiel eine Bande von Verbrechern die örtliche Bank bei uns. Sie waren schlecht vorbereitet und schafften es nur, einen der kleinen Tresore zu stehlen. Sie entfernten ihn von der Wand, konnten ihn jedoch noch nicht öffnen, weil die Polizei anrückte. Sie flohen also über eine Brücke weiter nördlich von unserer Stelle, flussaufwärts. Dort kam es zu einer Schießerei. Die Brücke brach ein und die Gauner starben in den Fluten. Aber der Tresor wurde nie gefunden. Vielleicht wurde er noch irgendwohin flussabwärts hingetrieben. Aber dafür war er eigentlich zu schwer. Okay, Opi, und können wir den Tresor vielleicht finden? Dann wären wir vielleicht reich. Das haben viele versucht mit den Jahren. Man legte sogar einen Teil um die Brücke herum trocken. Es gab Theorien, dass der Tresor von der Brücke auf eine Art Treibgut fiel und noch weiter flussabwärts trieb, bis er ins Wasser fiel. Aber dann wird man ihn womöglich nie finden. Oh Mann, wie spannend, Opi. So, jetzt aber was anderes. Ich habe meine Angel hier irgendwo verhakt. Da ist irgendetwas Schweres dran. Ein Hai vielleicht? Nein, mein Junge, hier gibt es keine Haie im Fluss. Das ist vielmehr ein... Nein, das ist kein Fisch. Das ist ein Gegenstand. Ich krieg hier nicht raus. Vielleicht hast du den Tresor geangelt, Opa. Nein, das glaube ich nicht, mein Junge. Entschuldigung, die Herren. Wo kommen Sie denn her? Oh, ich habe eine Unterwasserdrohne dabei und suche diesen Fluss ab seit Jahren nach dem Tresor. Und ich habe das Wort Tresor gerade eben vernommen und dass sich Ihre Angel vielleicht dort dran befindet. Nein, das hat mein Junge nur so gesagt. Ich habe ihn irgendwo verhakt, das wird aber nicht der Tresor sein. Na, dann schauen wir doch besser mal nach. Ich werde meine Unterwasserdrohne losschicken und wir können auf dem Handy sehen, was sich in dem Fluss befindet, an Ihrer Angel. Eine Win-Win-Situation. Und der Junge kann zugucken. Was sagen Sie? Nun gut, es wird eh nicht der Tresor sein, aber von mir aus starten Sie Ihr Ding. Ist für den Jungen ja wirklich ein bisschen Unterhaltung. Dann würde ich sagen, lassen Sie uns starten. Wie heißen Sie eigentlich? Ich bin Malcolm Myers, genau. So, und jetzt ist mein Baby langsam im Wasser und es geht los. So, ich steuere ihn in Richtung Ihres Angelhakens. Ja, los, zeigen Sie mal Ihr Handy, wir wollen auch mitgucken. Lassen Sie den Jungen mal schauen. Ja, ich würde gerne auch gucken. Okay, ja, schauen Sie. Es ist ein wirklich klarer Fluss, muss man sagen, aber so tief... Man unterschätzt es. Es ist hier vielleicht 6-7 Meter tief. Also, wir können schon echt Menschen ertrinken. Sie meinen wie die Gauner damals. Sind alle ertrunken? Ja, nicht alle sind ertrunken.
Einer hat doch es geschafft und hat überlebt. Er wurde von den Behörden gerettet. Darüber war nur wenig bekannt gewesen damals in der Zeitung. Aber der sitzt im Gefängnis. Mal gucken. Also, ich bin gleich... Sie glauben es nicht. Schauen Sie her, schauen Sie her! Was denn? Das gibt's doch nicht. Das ist ja wirklich... Das ist der Tresor! Opa, ist das der Tresor? Sind wir jetzt reich? Naja, nicht Sie sind jetzt reich, sondern ich. Ich hole ihn raus. Mit Hilfe dieser kleinen Unterwasserdrohne konnte dieser Schatzsucher am Ende wirklich den Tresor nach oben holen. Aufgeregt standen wir daneben und wussten nicht, was als nächstes geschehen würde. Bevor Sie den Tresor aufmachen, will ich Ihnen was sagen. Wir haben genauso Anrecht auf den Finderlohn. Wir haben ihn entdeckt. Das glaube ich kaum. Meine Drohne hat ihn entdeckt. Ich hab's sogar auf Kamera. Also, gehen Sie zur Seite. Ich mache ihn jetzt auf. Und bin endlich reich. Der Typ öffnete den Tresor und fand darin Goldbarren. Es war wirklich der Tresor von damals. Mein Opa guckte ihn missmutig an. Am liebsten hätte er ihm den Tresor aus der Hand gerissen. Aber er wusste, dass er das gerade auch von mir nicht konnte. Sie sind ein absoluter Mistkerl. Ich werde die Polizei rufen. Das werden Sie ganz bestimmt nicht tun. Er zog eine Waffe. Wer sind Sie? Sind Sie so ein gieriger, raffgieriger Schatzsucher? Die brauchen wir nicht in dieser Gegend hier. Nein, das bin ich nicht. Ich bin derjenige Gangster, der überlebt hat. Ich saß 10 Jahre meines Lebens im Gefängnis. Und dann kam ich zurück, um endlich, heute an diesem Tag, meinen Tresor wieder zu holen. Denn was damals nicht bekannt wurde, wir haben nicht auf dieser Brücke flussaufwärts den Tresor verloren, sondern ich schmiss ihn vorsorglich schon hier in die Fluten. Da ging er auch unter. Ich habe mir den Bereich auf einer Karte markiert. Heute Morgen wurde ich entlassen. Ein Kollege hatte mir, der schon vorher rauskam, diese Unterwasserdrohne besorgt. Und dann kam ich direkt hin. Aber ausgerechnet heute kamen Sie und Ihr Enkel und wollten mir die Tour kaputt machen. Okay. Nehmen Sie einfach den Tresor und gehen Sie. Lassen Sie nur mich und meinen Enkel in Ruhe. Das ist in Ordnung. Der Typ nahm den Tresor und stapfte davon. Es war die aufregendste Geschichte, die ich je erlebt hatte. Eins kann ich euch sagen. Der Typ tauchte dann unter und wurde nie wieder gefunden. Aber ich werde diese Geschichte ganz bestimmt niemals in meinem Leben vergessen. Hey, ich bin Mike, 19 Jahre und komme aus einer kanadischen Kleinstadt namens Ledford. Bei uns gibt es nicht wirklich viel zu erleben. Es gibt eine Bar, ein gutes Restaurant und das war's dann eigentlich schon für unseren 20.000 Seelenort. Wenn man richtig was erleben will, dann muss man nach Toronto fahren oder so. Umso gehypter war ich allerdings, als ich auf der Website unserer Lokalzeitung las, dass das alte, seit Jahren stillgelegte Autokino Moonlight Cinema wieder reaktiviert wird. Für die Jüngeren unter euch, ja, das ist tatsächlich ein Kino, wo man mit dem Auto reinfährt auf eine Art Parkplatz und dann auf einem großen Bildschirm den Film sehen kann, aus seinem Auto heraus. Ein externer Investor soll sich das alte Ding unter den Nagel gerissen haben und es sich zur Aufgabe gemacht haben, es wieder lukrativ zu machen. In einer Woche, am Freitagabend, war die Neueröffnung mit einem noch nicht bekannt gegebenen Horrorfilm. Mein Filmherz schlug ein wenig höher. Ich persönlich liebte Horrorfilme, genauso wie meine Freundin Miley. Sie hatte einen neuen Job bei einem Unterhaltungs-TV-Sender bekommen und das wollten wir sowieso noch feiern. Ich rief sie also sofort an und auch sie war Feuer und Flamme. Wir beide verabredeten uns auf ein Freitagabend-Date im Moonlight Cinema. Ich würde sie mit meinem alten Mustang abholen und wir würden endlich mal wieder ins Autokino fahren. Ich bestellte online bereits Tickets und freute mich die gesamte Woche darauf. Der Freitag kam dann schneller als erwartet. Ich holte meine Freundin ab, wir gingen zu unserem Lieblingsitaliener und nach einer köstlichen Pastaplatte fuhren wir dann weiter ins Moonlight Cinema. Gott sei Dank hatten wir Karten reserviert, denn es war ganz schön voll. Der heutige Film war ausverkauft. Anscheinend hatten viele Menschen aus unserer Stadt das alte Autokino vermisst. Ein junger Herr in gelber Warnweste leitete uns auf unseren Platz. Wir verbanden unser Auto per Bluetooth mit der Audioanlage des Kinos und konnten jetzt im Auto den Ton des Films hören. Wie cool war das denn bitte? Ich bin so gespannt, was sie zeigen werden, meinte Miley. Dennoch war immer noch nicht bekannt, welcher Film denn eigentlich gezeigt werden würde. Das änderte sich, denn auf dem Monitor erschien der Filmtitel Die Verschwundenen. Ich kannte den Horrorfilm noch nicht und das freute mich. Miley und ich kuschelten uns also in die Sitze, hielten unsere Hände und starrten auf den Bildschirm. Mir fiel auf, dass das Gelände durch unzählige Überwachungskameras gesichert war, die auf dem Parkplatz zeigten.
Anscheinend hatte man Angst vor Randalieren. Das hatte es im alten Autokino leider immer wieder gegeben. Bevor es dann endgültig losging, kam eine junge Frau mit Popcorn vorbei und wir kauften uns ein großes, süßes Popcorn. Wer zur Hölle mag bitte Salziges? Naja, okay, zum Beispiel die beiden Frauen rechts neben uns, die in einem Cabrio saßen. Links von uns stand ein grauer Jeep, in dem zwei Typen, von der Statur her Footballspieler, saßen. Vor uns war ein Motorrad mit einem Mitte-30-jährigen Typ in Lederjacke. Wann geht's endlich mal los? Ich will jetzt endlich den Film sehen! Quengelte er in Richtung des Kassenhäuschen. Es war interessant, in ihren Gesichtern die Vorfreude zu beobachten. Alle freuten sich. Dann wurde es stockdunkel. Alle Lichter gingen aus und ich konnte niemanden von den besagten Personen mehr erkennen. Der Film startete. Die Verschwundenen handelte von einer Stadt in Amerika, in der von einem Tag auf den anderen alle Menschen einfach spurlos verschwunden sind. Nur der Protagonist überlebt und untersucht die Vorgänge und wird dabei von gefährlichen, spinnartigen Wesen verfolgt. Dabei ging es ziemlich brutal zu. Meine Freunde und ich liebten den Film, schlürften eine selbst mitgebrachte Cola und bedienten uns eifrig am Popcorn. Dann allerdings an einer der spannendsten Stellen fiel der Monitor einfach aus. Im ersten Moment dachte ich, das gehöre zum Film, aber der Ton ging dann auch nicht weiter. Wahrscheinlich Startschwierigkeiten für die neuen Betreiber, raunte ich Mali zu. Wir warteten geduldig, dass jemand von der Technik kommen würde und das Problem fixen würde, aber kurioserweise kam niemand. 5 Minuten vergingen, dann 10. »Sollen wir mal jemanden holen?«, fragte Miley. »Komisch, dass dieser Quengler vor uns auf seinem Motorrad das noch nicht getan hat. Der war doch vorhin so ungeduldig«, meinte ich. »Ich kann ihn in der Dunkelheit auch gar nicht mehr sehen. Ist der überhaupt noch auf dem Motorrad?« »Schau doch nach«, forderte mich Miley auf. Also öffnete ich die Tür. »Hey Leute, wollen wir uns mal beschweren, dass es mal weitergeht?« Keine Reaktion. Ich ging nach vorne und das Motorrad war leer. Anscheinend war der Typ wohl eben mal pinkeln gegangen. Okay. Dann sah ich zu dem Jeep links von uns, da wo die Footballspieler drin gewesen waren. Ich klopfte ans Fenster. Keine Reaktion. Ich starrte hinein und konnte auch niemanden mehr erkennen. Es konnte doch nicht sein, dass alle gleichzeitig aufs Klo mussten. Dasselbe Spiel beim Cabrio. Die Frauen waren ausgeflogen. Wo waren nur alle hin? Ich ging zurück zu meinem Mustang. Hey Miley, irgendwie sind alle ver... Miley? Miley, nicht du auch noch? Miley saß nicht mehr in meinem Mustang. Auch unsere beiden Handys fehlten. Ich konnte also keine Hilfe holen. Was zur Hölle wurde hier gerade gespielt? Sofort kam mir ein furchtbarer Gedanke. Spielte hier jemand etwa den Film nach und ließ nach und nach alle Menschen verschwinden? Nein, beruhig dich, Mike, beruhig dich, sagte ich mir immer wieder selbst und atmete tief durch. Im Kassenhäuschen, ja, da musste doch irgendwer sein. Doch gruseligerweise lag vor diesem Häuschen die gelbe Warnweste einfach auf dem Boden, die der Einweiser vorhin getragen hatte. Ich klopfte an die verschlossene Tür. Auch hier machte niemand auf. Das Tor ließ sich auch nicht öffnen. Ich war zudem mit meinem Mustang eingeparkt und konnte den Platz nicht verlassen. Ist hier verdammt nochmal wer? Schrie ich in die Nacht, aber keine Antwort. Ich hämmerte gegen meine Autotür. Ich war stinksauer. Was passiert hier gerade? Ich war verdammt nochmal in einem Autokino gefangen, wo ich der einzige lebende Mensch noch war. Ich ging in meinen Mustang und aktivierte die Zentralverriegelung. Der Killer oder wer auch immer dahinter steckte, sollte es nicht zu leicht haben. Ich überlegte, ob ich einfach die Autos kaputt fahren sollte, um mir einen Weg nach draußen zu bahnen. Da ging auf einmal der Bildschirm an. Mike Sellers, die Spinnenwesen werden dich holen, so wie wir bisher alle anderen geholt haben. In diesem Moment wurde mir einiges klar. Das war zu dick aufgetragen. Das alles hier, es war nicht echt. Ich machte die Tür auf und rief, kommt heraus, ich weiß, dass es nur ein Prank ist. Jetzt weiß ich auch, warum diese ganzen Kameras hier überall sind. Das ist ein Fake, ihr wollt mich reinlegen. Und aus dem Nichts ging das Licht an und aus allen Ecken des Autokinos kamen die Leute zurück und lachten. Allen voran Miley. Willkommen bei Jeder braucht ein bisschen Spaß, der neuen TV-Sendung, für die ich arbeite. Und das war unser erster Prank. Und er hat wirklich hervorragend funktioniert, wie du gegen die Autotüren gehämmert hast. Es hat 2 Monate gedauert, bis ich Miley das voll und ganz verziehen habe. Dass sie all das organisiert hatte, um mich hereinzulegen. Im Fernsehen war es zugegebenermaßen total lustig, es anzusehen, aber schön war es damals nicht gewesen, verzweifelt durch das Autokino zu irren.
Ich wurde zwar zum Gespött der Nation, aber Miley wurde befördert. Was man nicht alles für die Liebe tut. Es war ein Urlaub, der eigentlich zu den schönsten Erinnerungen unseres Lebens hätte zählen sollen. In den Sommerferien nach der 11. Klasse fuhr ich mit meinen besten Freunden Yannick und Sven in eine Kleinstadt. Diese Stadt war ein absoluter Geheimtipp. Auf einer Schulparty hatten meine Freunde und ich mal jemanden kennengelernt, der von dort gewesen war. Leidenschaftlich hatte er uns von dieser erzählt. Nirgendwo werden bessere Partys gefeiert und die Leute da sind der absolute Hammer, hatte er uns gesagt. Und unserer Recherche nach schienen die Aussagen des Types offensichtlich zu stimmen. Es gab viele Clubs und in einigen Foren schrieben viele Menschen völlig begeistert von dieser Kleinstadt. Doch nicht nur die Partyszene wurde begeistert diskutiert, sondern auch der örtliche Freizeitpark wurde immer wieder hervorgehoben. Vergesst die ganzen Parks, die ihr kennt, das ist der beste Freizeitpark auf der ganzen Welt. Und derjenige, der diese Worte geschrieben hatte, war mit seiner Meinung nicht alleine. Für Yannick, Sven und mich war also völlig klar, dass wir unseren Urlaub in den Sommerferien dort verbringen würden. Solch eine Glanzstadt reizte uns, über die in diesen Foren im Internet geschwärmt wurde. Und die sonst fast niemand zu besuchen schien. Wie gesagt, ein absoluter Geheimtipp. Das war richtig aufregend. Und so setzten Yannick, Sven und ich unser Vorhaben in die Tat um. Wir mieteten uns eine kleine Unterkunft mitten in der Stadt. Und ich kann schon jetzt mal vorwegnehmen, dass unsere Erwartungen wirklich nicht enttäuscht wurden. Die Stadt war der absolute Wahnsinn. Clubs, die Partys, die Leute, die Nächte. Wir lernten so viele neue Leute kennen, es war wie auf einem anderen Stern. Ich hatte noch nie so viele offene, energiegeladene und positive Menschen auf einem Haufen gesehen. Aber das Ganze beschränkte sich nicht nur auf das Nachtleben. Auch tagsüber waren die Menschen so drauf. Alle lächelten, sie grüßten uns. Dreimal wurde uns morgens früh ein Kaffee von völlig Fremden spendiert. Gleich in der ersten Nacht machten Yannick, Sven und ich mehr Freunde, als ich es jemals in meinem ganzen Leben zuvor hatte. Tagsüber unternahmen wir etwas mit diesen. Wir gingen essen, spielten Fußball, tranken noch etwas Alkohol und machten irgendeinen Blödsinn auf der Straße. Und nachts ließen wir es dann so richtig krachen. Die 6 ersten Tage waren wie in einem Film. Ich fühlte mich wie ein neuer Mensch. Die Leute, die Yannick und ich erst seit ein paar Tagen kannten, es fühlte sich so an, als hätten wir sie schon ewig gekannt, als wären sie unsere besten Freunde. Es gab jedoch vor allem 2 Personen, die mir besonders nahe standen. Da war zum einen ein Paul. Er war genauso wie ich, quasi mein Double. Nicht äußerlich zwar, aber charakterlich. Schon in der ersten Nacht war er sozusagen mein neuer bester Freund. Die Energie zwischen uns war auf einem anderen Level. Selbst mit Yannick und Sven hatte ich nicht ansatzweise eine solche Verbindung wie mit Paul. Tja, und dann war da noch Amelie. Mein Gott, das hübscheste Mädchen, das ich jemals gesehen hatte. Nach der ersten Nacht war ich sofort verknallt in sie. Doch ich hatte Glück. Anscheinend fand sie mich genauso wie ich sie. Auch unser Vibe war unfassbar. In der zweiten Nacht knutschten wir sofort miteinander rum. Und danach konnten wir nicht genug voneinander kriegen. Ich mochte sie sehr. Wir beide, das passte einfach. Umso trauriger war ich natürlich, dass wir bald abreisen würden. Ich spielte ernsthaft mit dem Gedanken, hier in diese Stadt zu ziehen. Wenn ich hierher ziehen würde, dann war der Rest der Welt egal. Das war der einzige Ort auf der Welt, an dem ich sein wollte. Es war wirklich verrückt, was hier abging. Doch dann kam der letzte Tag. Der Tag fing bereits merkwürdig an. Als ich aufstand, hatte ich ein mulmiges Gefühl. Ich dachte zunächst, das lag daran, dass wir am Abend abreisen würden. Aber jetzt wusste ich, dass da definitiv noch mehr dran war. Ich konnte spüren, dass etwas nicht stimmte. Als Yannick, Sven und ich unsere Unterkunft verließen, um unsere Freunde zu treffen, wartete gleich vor der Tür eine ältere Frau auf uns. Ihr Anblick ließ uns 3 zusammenzucken. Sie sah furchtbar aus. Nein, nicht nur furchtbar, furchterregend, wie eine Hexe. Die alte Frau war sehr klein, dick und bucklig, hatte eine dicke Nase und sie trug auch noch einen Hut und war in Schwarz gekleidet. Mehr Hexe ging selbst im Kino nicht. Die Frau sah uns zwar lächelnd und sehr, sehr freundlich an, doch trotzdem hatte ich ein Gefühl von großem Unbehagen. Hallo ihr 3, begrüßte sie uns und sah uns allen abwechselnd in die Augen. Heute ist euer letzter Tag, nicht wahr? Verdutzt sahen Yannick, Sven und ich uns an. Ja, antwortete Sven. Woher wissen Sie das? Die alte Frau grinste breit. Ach, ich wohne hier gleich nebenan. Ich habe das zufällig gestern mitbekommen, dass ihr heute fahren wollt.
Ja, verstehe ich, antwortete Sven. Ich dachte mir, bevor ihr geht, muss ich euch aber noch unseren Freizeitpark empfehlen, redete die alte Frau weiter. Es wäre eine Schande, wenn ihr gehen würdet, ohne ihn besucht zu haben. Es ist wirklich der beste Freizeitpark der Welt. Sven und Yannick glucksten jetzt. Ein Freizeitpark? Fragte Yannick. Hier? Doch ich erinnerte mich wieder an die Forenbeiträge. Ja, rief ich. Das stimmt, hier gibt's wirklich einen. Ein paar Leute haben davon in den Foren berichtet. Sie haben richtig geschwärmt. Wo ist der Park denn? Wir haben ihn bisher nirgendwo gesehen. Die alte Frau grinste jetzt noch breiter. Geht einfach Richtung Osten. Der Park ist ganz am Stadtrand. Wenn ihr erst einmal da seid, ist er wirklich nicht mehr zu übersehen. Ihr habt wirklich großes Glück, dass ihr den Park noch erleben dürft. Wie meinen Sie das? Fragte ich nach. Der Park ist nur sonntags geöffnet, antwortete die alte Frau. Jetzt sahen Yannick, Sven und ich uns noch verdutzter an. Nur am Sonntag? Fragte Yannick. Wo gibt's denn sowas? Nur hier, entgegnete die alte Frau, nun aber in einem etwas merkwürdigen Flüsterton. So etwas gibt es nur hier und ich kann euch sagen, es gibt hier ganz schön viele Dinge, die sonntags anders sind. Was denn für Dinge? Fragte ich. Oh, dann lasst euch mal besser überraschen. Gackerte die alte Frau lachend. Dann zwinkerte sie uns zu, drehte sich um und spazierte einfach davon. Ich wünsche euch einen angenehmen letzten Tag, rief sie uns noch hinterher. Sven, Yannick und ich mussten jetzt erstmal loslachen. Was war das denn für eine? Das war ja echt skurril. Aber naja, immerhin hatte sie uns den Freizeitpark empfohlen, also mussten wir dankbar sein. Yannick, Sven und ich beschlossen, zu unseren Freunden zu gehen und dann mit ihnen gemeinsam den Freizeitpark zu besuchen. Ich freute mich schon so sehr auf Amelie. Ich merkte, dass ich so richtig verknallt war. Aber auch auf Paul freute ich mich natürlich sehr. Mein neuer bester Freund und meine Freundin. Mir tat es echt im Magen und im Herzen weh, wenn ich daran dachte, dass ich sie heute verlassen würde. Yannick, Sven und ich machten uns also auf zum Fußballplatz. Dort wollten wir einige unserer Freunde treffen. Doch auf dem Weg dorthin wurde es nun sehr, sehr merkwürdig. Oder besser gesagt, es wurde sogar ein wenig gruselig. Die Stadt, sie war wie ausgewechselt. Die Leute waren wie ausgewechselt. Die sonst so freudig lächelnden und energiegeladenen Menschen gingen nun starr dreinblickend und emotionslos, teilnahmslos durch die Straßen. Und nein, nicht nur ein paar, sondern alle, jeder Einzelne. Es gab keine Ausnahme. Als Yannick, Sven und ich in unser Café gingen, gab es niemanden, der auch nur Anstalten machte, uns einen Kaffee auszugeben. Alle Menschen schauten auf den Boden. Niemand redete. Niemand sah sich an. Es war, als wären die Menschen innerlich tot. Aber das war nur der Anfang. Was ist denn hier los? Sagte Yannick. Machen die das mit Absicht? Ist das hier irgend so eine Art kulturelles Ding? Eine Vereinbarung, dass man hier nur so strotzt vor positiver Energie, aber nur 6 Tage die Woche. Und dann am 7. Tag blasen alle Trübsal? Genau wie meine beiden Freunde erinnerte ich mich natürlich an die Worte der alten Frau. Dass hier sonntags einige Dinge anders waren. Vermutlich hatte Yannick recht. Vielleicht machte man das hier so. Das war zwar völlig absurd, aber die einzig logische Erklärung. Doch wir waren ja auch nur ein paar Momente von der Antwort entfernt. Wir würden gleich einfach unsere neuen Freunde fragen. Diese trafen wir diesmal am Fußballplatz. Aber es waren sehr viel weniger da als sonst. Sehr, sehr viel weniger. Genauer gesagt nur ein Haufen. Paul, Amelie und noch 4 unserer anderen Freunde. Vorher waren wir immer mindestens 20. Naja gut, Hauptsache Amelie und Paul waren da. Ich stürmte auf Amelie zu, bereit sie freudig zu umarmen und zu küssen. Doch ich merkte sofort, dass auch hier irgendetwas nicht stimmte. Paul, Amelie und die anderen hatten genau die gleichen ausdruckslosen und emotionslosen Gesichter wie die anderen Bewohner der Stadt auch. Amelie? Fragte ich. Amelie, was ist los? Yannick und Sven gingen währenddessen zu den anderen und redeten auch auf sie ein. Als ich Amelie berühren wollte, stieß sie mich einfach weg. Amelie! Rief ich jetzt etwas lauter und eindringlicher. Lass mich! Entgegnete Amelie, ohne mich anzusehen. Ihre Stimme war kalt und abweisend. So langsam bekam ich es jetzt so etwas mit der Angst zu tun. Amelie, was ist hier los? Die ganzen Leute in der Stadt sind so seltsam und jetzt auch noch du. Kannst du mir bitte erklären, was hier los ist? Doch Amelie antwortete nicht. Stattdessen starrte sie nur auf den Boden. Ich sah hinüber zu meinen Freunden. Sie bekamen die gleichen Reaktionen von den anderen. Amelie, bitte, flehte ich sie jetzt sogar schon fast an. Heute ist mein letzter Tag hier und ich möchte... Lass mich! Schrie Amelie mich jetzt an und ihre Stimme wurde dabei fürchterlich schrill. Ich fuhr zusammen und mir lief es eiskalt den Rücken hinunter. Bevor ich ihr irgendetwas entgegnen konnte, spürte ich eine Hand auf meiner Schulter. Ich fuhr erschrocken herum. Es war Paul. Lass sie, sagte er ernst zu mir, aber nicht in einem bedrohlichen Ton, sondern eher in einem leicht traurigen. Heute ist ihr besonderer Tag. Du solltest sie in Ruhe lassen. Paul, entgegnete ich und wollte auf ihn einreden, doch Paul wimmelte mich mit einer Geste ab, drehte sich um und ging einfach weg.
Alle weiteren Bemühungen von mir, Sven und Yannick, mit den anderen irgendwie vernünftig zu interagieren, waren erfolglos. Und schließlich verließen auch wir drei den Fußballplatz. Wir verließen unsere neuen Freunde, die wir so sehr ins Herz geschlossen hatten und die uns jetzt schon so viel bedeuteten. Was sind das für Leute hier? Die haben doch einen Schaden, schimpfte Yannick. Und er hatte vollkommen recht. Wir konnten zwar nicht sagen, was hier los war, aber die Leute hier waren ganz sicherlich nicht normal. Also ganz ehrlich, mir war das ja schon von Anfang an suspekt, sagte Sven. Das war alles hier viel zu schön, um wahr zu sein. Yannick und Sven waren zwar genauso geschockt wie ich, emotional jedoch konnten sie das Ganze jedoch etwas besser wegstecken als ich. Denn ich war völlig down. Natürlich vor allem wegen Amelie. Ich war so verknallt in sie. Ich dachte, wir könnten zusammen sein, eine Beziehung führen. Ich dachte, wir würden uns gegenseitig besuchen fahren. Und jetzt, an unserem letzten Tag, behandelte sie mich so? Warum tat sie das? Vergiss sie einfach, Mann, sagte Yannick. Das ist wohl die Masche der Menschen hier. Ja, genau, stimmte Sven zu. Die machen das doch mit Absicht. Machen sich wahrscheinlich einen Spaß draus, Touristen so derart abzuschrecken. Das musste wohl so sein. Ja, wahrscheinlich war das Ganze einfach nur ein Spiel für die Leute hier. Ich konnte es nicht fassen. Amelies Zuneigung war einfach nur vorgetäuscht. Sie hatte die ganze Zeit mit mir gespielt. Und auch Pauls Freundschaft war nicht echt. Yannick, Sven und ich setzten uns auf eine Parkbank. Eigentlich wollte ich sofort los, doch die beiden redeten gut auf mich ein. Jemanden aufbauen, das konnten sie wirklich gut. Weißt du was, sagte Yannick, wir lassen uns von diesen Idioten doch nicht unseren letzten Tag hier versauen. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir vergessen die alle und gehen einfach in diesen Freizeitpark. Lassen doch mal richtig die Sau raus und dann verschwinden wir von hier. Sven war voll dafür und auch ich mochte die Idee. Ja, gerade jetzt, wo alle in dieser Stadt so eine furchtbare Laune haben und ihr wahres Gesicht zeigten, sollten wir noch einmal umso mehr Spaß haben. Ja, lass uns in den Freizeitpark gehen, jubelte ich und sprang von der Bank auf. Yannick und Sven lachten und stimmten in mein Jubel mit ein. Amelie, Paul und die anderen konnten mich mal. Yannick, Sven und ich hatten also uns tatsächlich noch aufgemacht, um diesen Freizeitpark zu finden. Und tatsächlich, ganz am Rande der Stadt, da war er. Er sah von weitem wirklich toll aus, tolle Attraktion. Doch als wir dann schließlich immer näher kamen, fiel uns schnell eine Sache auf. Offenbar wurden die Attraktionen gar nicht gefahren. Und als wir dann schließlich am Freizeitpark ankamen, wurde alles noch viel merkwürdiger. Der Freizeitpark war offen, ganz klar. Da war direkt ein Einlass, wo so ein bärtiger Typ die Tickets verkaufte. Aber der ganze Park schien leer zu sein. Keine Menschenseele. Yannick, Sven und ich gingen zu dem bärtigen Typen. Drei Tagestickets? Fragte er krummlig, ohne uns zu begrüßen. Sind wir denn die Einzigen hier? Fragte Yannick. Nein, antwortete der bärtige Mann. Aber fast. Ein paar Besucher gibt's heute. Okay, ist das immer hier so leer? Der bärtige Mann sah Yannick mit einem bösen Blick an. Freu dich doch, Junge, entgegnete er. Da müsst ihr nicht anstehen. Aber die Attraktionen fahren auch? Fragte ich nach. Jetzt sah der bärtige Mann mich böse an. Natürlich fahren die Attraktionen, was denkst du denn? Oder gehst du auch in ein Fußballstadion und fragst dann, ob die da auch Fußball spielen? Nein, antwortete ich kleinlaut. Also dann drei Tickets, kosten alle je 99 Cent. Was? Was, 99 Cent? Stieß Yannick jetzt hervor. Doch ein weiterer Blick des bärtigen Mannes ließ ihn verstummen. Ja, 99 Cent, sagte der Mann. Ist sehr günstig, ich weiß. Aber heute ist auch ein furchtbarer Tag, von daher kostet es heute auch nicht so viel. Yannick, Sven und ich tauschten ein paar Blicke aus. Das wurde ja immer abstruser. Das würde uns doch kein Mensch glauben, was wir hier erlebten. Wir kauften also alle drei ein Ticket für je 99 Cent und dann betraten wir den Freizeitpark. Es wurde immer unheimlicher, je weiter wir in den Park gingen. Totenstille, niemand war da. Das Einzige, was man hörte, war der Wind, der umherwehte. Yannick, Sven und ich entschieden uns, zur ersten Achterbahn zu gehen. Der bärtige Mann hatte ja gesagt, dass die Attraktionen fuhren. Also mussten in den Attraktionen ja wohl Menschen sein. Doch diese Annahme stellte sich schnell als falsch heraus. In der Achterbahn war niemand und sie fuhr auch nicht. Was ist das denn für ein Müll? Schimpfte Yannick, während wir wieder rausgingen. Wir überlegten, ob wir wieder gehen sollten, aber genau in diesem Moment kam uns ein Junge in unserem Alter entgegen. Er schaute genauso betrübt wie alle anderen Bewohner dieses Dorfes am heutigen Tage. Trotzdem gingen wir auf ihn zu. Hey, Entschuldigung, rief ich. Obwohl der Junge mich hörte, verzog er keine Miene. Was ist denn hier los heute? Fragte ich. Fahren die Attraktionen nicht? Der Junge schaute mich kraftlos und müde an. Heute fährt nur die Geisterbahn, antwortete er. Ihr müsst da rechts gehen und dann einfach nur noch geradeaus. Der Junge klang total monoton und emotionslos. Ach ja, sagte ich. Und wieso fährt ausgerechnet nur die Geisterbahn? Wegen der Opfer, entgegnete er und dann drehte sich der Junge von uns weg und zog von dann. Das Hinterhergerufe von mir und meinen Freunden, was er denn damit meinte, ignorierte er. Jetzt reicht es uns.
Hatte die ganze verdammte Stadt hier ein absolutes Rad ab? Hatten die alle irgendwie ein Problem? Yannick, Sven und ich wollten trotzdem wissen, was hier los war. Also beschlossen wir, zu dieser Geisterbahn zu gehen. Wir gingen also den Weg, den uns der Junge gesagt hatte, und schon nach etwa über 5 Minuten kamen wir an. Wir sahen den Eingang der Geisterbahn. Und hier gab es nun tatsächlich etwas mehr Menschen. Nicht viele, aber wir sahen 4 oder 5 gerade in den Eingang hineingehen. Wir taten es ihnen gleich. Es gab also doch einige Besucher. Klar, dass die sich alle hier versammelten, wenn das die einzige Attraktion war, die fuhr. Doch schon als wir in den Eingangsbereich der Geisterbahn gingen, hatte ich ein ungutes Gefühl. Ich dachte zuerst, das lag bloß daran, was wir heute alles erlebt hatten. Das spielte zwar auch mit rein, aber es war die Aura der Geisterbahn, die mich unruhig stimmte. Wir kamen schließlich zu dem Bereich, in dem die Boote waren, die durch das Wasser fuhren. In die Geisterbahn hinein. Hier gab es jetzt tatsächlich einen Typen, der alles koordinierte, der den Besuchern die Boote zuwies. Hier waren noch etwa 15 andere Menschen jetzt. Sie alle wollten Geisterbahn fahren. Ich betrachtete jeden einzelnen der Leute, die hier waren. So gut es eben in dieser Dunkelheit ging. Und trotz dieser Dunkelheit erkannte ich einen von ihnen auf der Stelle. Paul! Stieß ich hervor. Er war quasi direkt vor uns. Paul drehte sich um zu uns. Er war es tatsächlich. Was machst du denn hier? Fragte ich. Doch Paul sah mich und meine Freunde genauso emotionslos und monoton an wie der Junge eben gerade. Ich bin hier, um den Opfern zu huldigen, erwiderte er. Was hatte er gerade gesagt? Jetzt redete er also genau den gleichen Schwachsinn wie der Typ von gerade eben. Paul, das ist echt nicht witzig jetzt, sagte ich sofort, aber ich senkte meine Stimme etwas, um nicht so viel Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. So langsam bekommen wir Angst. Was spielt ihr für ein Spiel? Das ist kein Spiel, antwortete Paul stumpf. Wie wär's, wenn wir alle zusammen ein Boot nehmen? Dann können wir ja reden. Doch Paul schüttelte sofort den Kopf. Ich möchte alleine sein. Heute ist ein furchtbarer Tag. Und mit diesen Worten kehrte Paul uns den Rücken zu. Er war jetzt auch dran. Er stieg in das nächste Boot ein und danach war unser Zug. Wir wurden dem Boot direkt dahinter zugewiesen. Yannick, Sven und ich stiegen also, alle mit einem sehr unguten Gefühl, in das Boot. Es war zunächst alles normal, zumindest dachten wir das. Direkt hinter Paul fuhren wir also in diese Geisterbahn hinein und nach wenigen Minuten offenbarte sich uns die Schaustellung. Es war ein riesengroßes Piratenschiff. Ein Horror-Piratenschiff. Die Figuren sahen fürchterlich aus. Ich musste wirklich zugeben, dass ich eine Gänsehaut bekam. Ich war ja schon öfter in Geisterbahn gewesen, aber solch eine schaurige Schaustellung hatte ich bisher noch nie gesehen. Doch da war ja erstmal nichts Schlimmes dran. Im Gegenteil, das war einfach nur gute Arbeit. Schon auch etwas fasziniert betrachteten wir also das Piratenschiff und die Crew. Es gab auch Audioeffekte, laute Sturmgeräusche und das Lachen der Piraten. In der Mitte des Schiffes gab es einen Mann, der vom Mast abwärts gehängt wurde. Das war ziemlich krass. Doch dieser Mann, es dauerte wirklich etwas, bis Yannick, Sven und ich es bemerkten. Wir sahen es erst, als wir wirklich frontal auf den gehängten Mann draufschauen konnten. Er sah irgendwie anders aus als die gebastelten Figuren. Irgendwie ganz anders. Die Figur sah echt aus. Viel zu echt. Nein, Moment mal, das war keine Figur, das war ein echter Mensch. Yannick, Sven und ich schrien auf. Wir schrien die gesamte Geisterbahn zusammen. Der Typ da ist ein echter Mann, schrie Sven und es gab keinen Zweifel. Wir konnten ihn jetzt perfekt sehen. Wir sahen die hervorgequollenen Augen, wir sahen seine menschliche Haut. Dieser Mann da war ein echter Mensch. Und er war ganz sicherlich tot. Wir drei gerieten in Panik. Wir schauten uns um. Unser Gefühl war es, sofort zu fliehen. Aber das wäre das Dümmste gewesen, jetzt aus dem Boot zu steigen. Vor dem Piratenschiff war pure Finsternis. Und bei dem, was wir gerade gesehen hatten, war es wahrscheinlich noch viel gefährlicher, jetzt auszusteigen. Was zur Hölle war hier nur los? Ich schrie nach Paul, der direkt vor uns war, aber er antwortete nicht. Und so fuhren wir drei weiter. Zur nächsten Schaustellung. Dieses Mal sah das Ganze ziemlich mittelalterlich aus. Eine öffentliche Hinrichtung wurde gezeigt. Eine ganze Menschenmenge stand in einem großen Kreis. In der Mitte war ein Mann. Er war mit seinen beiden Handgelenken jeweils an ein Pferd gebunden. Das gleiche mit seinen Fußgelenken. 4 Pferde. Alle in entgegengesetzte Richtung. Durch sie schwebte der Mann über dem Boden. Es war die berüchtigte Vierteilung, eine grausame Methode aus dem Mittelalter. Doch die Tatsache, dass diese Vierteilung nur als Schaubild dargestellt wurde und nicht vor unseren Augen durchgeführt werden sollte, beruhigte uns keineswegs. Denn wir erkannten sofort, auch dieser Mann, der da gevierteilt werden sollte, war ein echter Mensch. Und auch er war nicht mehr im Leben. Wir konnten es sofort sehen. Ich brüllte noch ein paar Mal Pauls Namen, während wir weiterfuhren. Doch er reagierte nicht. Yannick, Sven und ich sahen uns panisch an. Was zur Hölle war das hier? Was sollten wir jetzt tun? Doch es blieb uns keine andere Wahl, als weiterzufahren. Wir hatten alle bereits unsere Handys gezückt, um die Polizei zu rufen. Doch wir hatten keinen Empfang. Der nächste Schauplatz folgte direkt im Anschluss. Eine Skelettarmee.
absolut furchterregend. Mit Schwertern und Schildern bewaffnete Skelette nahmen ein Menschendorf ein. Dabei plünderten sie die Häuser und töteten die Bewohner. Yannick, Sven und ich sahen uns hektisch um. Wir suchten nach dem echten Menschen, doch er war nirgendwo in Sicht. Machte dieses Schauspiel etwa eine Ausnahme? Gab es hier etwa keinen Toten? Doch dann gab es einen lauten Knall. Einen ohrenbetäubenden Knall. Es folgte auf der Stelle ein teuflisches, ein diabolisches Lachen. Und zeitgleich mit diesem diabolischen Lachen erschien ein helles Licht auf dem Schauplatz der Skelette. Direkt in der Mitte. Eine längliche Box war nun zu sehen, die zuvor noch in der Dunkelheit versteckt gewesen war. Und in dieser Box, ihr ahnt es schon, war ein Mensch. Wieder schrien Yannick, Sven und ich auf vor Schreck. Da war ein Mädchen drin. Ein Mädchen und sie war aufgespießt von Schwertern. Ihre blutenden Wunden waren ganz deutlich zu erkennen. Es dauerte ein paar Schrecksekunden, bis mir bewusst wurde, dass ich dieses Mädchen kannte. Es war Amelie. Nein! Schrie ich auf. Sofort wollte ich aus dem Boot stürmen, doch Yannick und Sven reagierten geistesgegenwärtig und hielten mich mit aller Kraft zurück. Du kannst nichts für sie tun, schrie Yannick. Du rennst da auf gar keinen Fall hin, rief auch Sven. Die beiden hatten recht und trotzdem wehrte ich mich mit allen Kräften. Ich habe Amelie geliebt, auch wenn sie so komisch gewesen war am Morgen. Ich hatte immer noch Gefühle für sie. Und sie so zu sehen, zerbrach mein Herz in tausend Stücke. Doch der nächste Schock folgte sofort. Auf einmal stieg Paul aus seinem Boot und rannte zu Amelie. Er riss die Tür der Box auf. Er nahm Amelies Leiche und legte sie auf den Boden. Und dann fing er an, komische Geräusche zu machen. Er sang irgendwelche Laute und tanzte dabei um Amelies Leiche herum. So wie man es sich bei irgendwelchen Opferritualen vorstellte. Er verbeugte sich immer wieder vor ihrer Leiche. Es sah so aus, als würde er irgendeinen Gott anbeten und Amelie als Opfer huldigen. Das war zu viel für mich. Ich merkte, wie mein Herz fast durch meine Brust sprang. Mir wurde schwarz vor Augen. Ich wurde ohnmächtig. Und dann verlor ich das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, war ich auf dem Weg nach Hause. Im Auto. Yannick fuhr, Sven war auf dem Beifahrersitz, ich war ganz hinten. Sie erzählten mir, was passiert war. Nachdem ich ohnmächtig geworden war, hatten die beiden noch weitere Leichen in der Geisterbahn gesehen. Am Ende hatten sie mich sofort aus dem Boot geschleppt, durch den ganzen Park. Verständlicherweise hatten sie gedacht, sie müssten jetzt um ihr Leben laufen. Aber das war nicht der Fall. Wir waren offenbar nie in Gefahr gewesen. Die Bewohner der Stadt hatten es auf uns nicht abgesehen. Und so konnten wir gefahrenlos den Park verlassen. Dort draußen riefen Yannick und Sven ein Taxi, das uns zu unserer Unterkunft brachte. Danach waren die beiden mit mir sofort weggefahren. Es vergeht seit heute kein Tag, an dem ich nicht an Amelie und diese Kleinstadt denke. Und an ihr Mysterium. Denn nach diesem Vorfall, den wir auf der Stelle der Polizei meldeten, konnte man absolut keinen Hinweis finden, der auf das, was wir gesehen hatten, hindeutete. Als wäre es niemals geschehen. Ich war damals fast 11 Jahre alt. Meine Großtante hatte mir versprochen, einen Ausflug an meinem Geburtstag zu machen. Es war das erste Mal, dass der Tag auf meine Ferien im kleinen Bergdorf bei meiner Tante Martha fiel. Dort hatte ich eine kleine Gruppe an Freunden und Freundinnen gefunden, mit denen ich, so wie heute, viel unterwegs war. Als wir die Straßen und Feldwege mit unseren Fahrrädern entlang fuhren, fielen uns die Plakate zum ersten Mal auf. Mit einem großen Grinsen schaute uns ein Clown mit grünen Haaren und einer roten Nase an. Oh wow, ein Zirkus kommt zu uns ins Dorf. Und sowas habe ich noch nie gesehen, waren einige der Sprüche, die die Kindergruppe sich zurief. Ich war zu Hause in der Stadt und schon oft an einem Zirkus vorbeigelaufen. Aber meine Eltern hatten es nie erlaubt, in eine Vorstellung zu gehen. Also war mir sofort klar, das möchte ich an meinem Geburtstag machen. In den nächsten Tagen herrschte Aufregung bei allen Kindern. Nacheinander trafen die ersten Waggons ein mit bunten Fahnen und goldenen Verzierungen. Wir saßen ab jetzt jeden Tag stundenlang am Waldrand neben der Wiese und beobachteten die Aufbauarbeiten. Der Zirkus hatte keine Tiere dabei, dafür aber die außergewöhnlichsten Menschen, die mir in dem Alter über den Weg gelaufen sind. Eine Frau, die bestimmt 3 Meter groß war und ein Junge mit Schuppen wie ein Fisch. Ich fragte mich ununterbrochen, wie das überhaupt möglich war, aber leider wollte niemand von dem Zirkus mit uns sprechen. Sie schien uns auszuweichen, was ich zunächst einmal für verständlich hielt. Sie wirkten alle sehr gestresst und mit dem Aufbau beschäftigt. Wir kamen jedoch jeden Tag wieder und beobachteten das Geschehen. Am Abend vor dem ersten Auftritt kam dann ein Mann zu uns. Er hatte sehr viele Falten im Gesicht.
was nicht zu seinem sonst sehr jungen Auftreten passte. Seine Kleidung sah aus, als ob er sie blind aus dem Kleiderschrank gefischt hatte. Ein orangener Blazer mit blauer Krawatte und hellgrünen Shorts. Auf mich wirkte er ein wenig verwirrt und sehr nervös. Gar nicht, wie ich mir einen Zirkusdarsteller vorgestellt hätte. Kinder, wir beobachten euch schon seit Tagen. Seine Stimme war zunächst schwach und er hatte eine merkwürdige Art, seine Worte zu betonen. Sobald er anfing zu reden, bekam ich Gänsehaut. Ein seltsamer Mann, dachte ich mir nur. Möchtet ihr nicht hinter die Kulissen eines echten und magischen Zirkus schauen? Es wird euch sicher gefallen. Wir tauschten unsichere Blicke aus. Irgendetwas schien uns an der Sache nicht richtig, aber wir waren Kinder und machten uns nicht weiter Gedanken darüber. Dürfen wir denn wirklich? Fragte einer meiner Freunde mit großen Augen. Er nickte eifrig und machte eine Geste, ihm zu folgen. Also liefen wir dem komischen Mann nach und malten uns alle eine bunte Welt hinter dem Zelt aus. Doch im Zelt angekommen, war es dunkel und kalt. Keine bunten Lichter und auch wenige der Darsteller konnte man sehen. Auf dem Boden befand sich etwas, was unter unseren Füßen knirschte wie Glas. Ein Freund flüsterte mir zu, ob wir auf Scherben liefen. Langsam hatte ich ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ob der Mann uns nur einen Streich spielen wollte, damit wir nicht mehr vor dem Zelt herumsitzen würden? Ich schaute mich um, aber erkennen konnte ich nicht viel. Das einzige Licht kam vom Spalt unter dem Zelt. Doch plötzlich sah ich ein weiteres Licht, diesmal hinter der Bühne. Es war rötlich und flackerte auf und ab. Der Mann führte uns in Richtung Tribüne, um uns irgendetwas zu zeigen, aber mich interessierte das ungewöhnliche Licht viel mehr. Also blieb ich stehen und versuchte mich davon zu stehlen, vorsichtig in Richtung des Lichts. Nach kurzer Zeit schon konnte ich die Gruppe nicht mehr erkennen. Ich hab's fast geschafft, dachte ich mir, als der komische Mann mit einem unnatürlichen Grinsen plötzlich vor mir stand. Mein Herz rutschte mir in die Hose. Das hier ist nichts für neugierige kleine Knirpse. Ich muss euch leider wieder bitten, unser Zelt zu verlassen. Seine Stimme klang unheimlich. Es erinnerte mich an eine Aufziehpuppe, der die Batterie langsam ausging. Sein Blick erschien mir leer und kalt. Was ist das für ein Licht? Versuchte ich noch zu fragen, aber er schob uns schon in Richtung Ausgang. Draußen blendete mich die Sonne. Was war das denn gewesen? So habe ich mir keinen Zirkus vorgestellt, hier nicht einmal ansatzweise. Empört erzählte ich meinen Freunden, was ich gesehen hatte. Sie stimmten mir alle zu, dass etwas Merkwürdiges in diesem Zelt vor sich ging. Aber weiter interessierten sie sich nicht dafür. Ich ging mit einem mulmigen Bauchgefühl nach Hause. Ich hatte selten Angst, aber allein der Gedanke an dieses Zelt machte mich sehr nervös. Es ließ mir einfach keine Ruhe und so lag ich abends noch lange wach. Ich rätselte, warum ich mich so fühlte, immer und immer wieder. Gegen 12 Uhr fasste ich einen Entschluss. Nachts ist bestimmt niemand in dem Zelt, oder? Also zog ich mir leise meine Klamotten an und schlich mich aus dem Haus. Nur mit einer Taschenlampe machte ich mich auf den Weg in Richtung Zirkus. Ein milder Wind ließ den Wald neben mir leise pfeifen. Immer wieder drehte ich mich um, weil das Gefühl, beobachtet zu werden, mich nicht losließ. Von weitem sah der Schatten vom Zirkuszelt drohend aus. Die Fahnen auf der Spitze wankten im Wind. Umso näher ich kam, desto lauter hörte ich das Knarren von Eisenstangen, die im Wind hin und her bewegt wurden. In der Ferne konnte ich noch ein anderes Geräusch hören. Es hörte sich wie ein Wimmern an. Ich hielt kurz inne und mir lief ein Schauer über den Rücken. Das Geräusch kam ganz sicher aus dem Zelt. Ich suchte eine Stelle, an der ich mir Zutritt verschaffen konnte. Mit viel Mühe schaffte ich es, unter dem Zelt durchzukriechen. Im Inneren herrschte komplette Finsternis. Das Wimmern konnte ich nun deutlich hören. Es kam aus dem hinteren Teil des Zelts, dort, wo ich das Licht gesehen hatte. Aber da war noch ein weiteres Geräusch. Eine Art Kratzen und Poltern. Der Zirkus hatte doch gar keine Tiere. Was konnte das schon sein? Ich hatte darauf gehofft, dass meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten. Aber auch nach mehreren Minuten war das Zelt in eine bedrückende Dunkelheit getaucht. Ich hatte zu viel Angst, meine Taschenlampe zu benutzen, also setzte ich vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Umso näher ich dem Backstage-Bereich kam, desto lauter wurden die Geräusche. Zeitweise hörte es sich an, als ob jemand mit seinen Fingernägeln auf einer Tafel kratzen würde. Und plötzlich hörte ich eine familiäre, puppenartige Stimme. Sie schien erschreckend nah zu sein. Der Mann von gestern sprach nicht viel, aber ich konnte klar den Teil eines Satzes verstehen. Kinder von gestern, bald zu uns! Mein Herz machte einen Sprung.
Er muss damit uns gemeint haben. Und nun konnte ich das seltsame, neonartige Licht von gestern sehen. Jemand muss den Vorhang geöffnet haben. Und ich konnte endlich sehen. Schnell und leise lief ich zu dem Vorhang hin und spähte hinein. Menschen, die in kleine Glasgefängnisse gesperrt waren oder an Tische gekettet waren. Sie sahen alle ungewöhnlich und verzerrt aus. Genauso wie der Mann. Ich sah einen Jungen, dessen Gesicht aussah wie Porzellan und seine Augen starrten an die Decke, genau wie eine Puppe. Eine junge Frau hatte unnatürlich lange Arme und Beine, die extrem dünn waren. Auf einem Tisch lagen Spritzen und Messer herum, die aussahen, als wären sie schon oft benutzt worden. Als mein Blick in die hintere Ecke wanderte, stockte mir der Atem. Ein Nachbarskind saß in einem Glaskasten und schaukelte hin und her. Ihre Augen waren weit aufgerissen und sie wirkte benommen. Noch bevor ich einen klaren Gedanken fassen konnte, kam ein leiser, hoher Ton aus mir heraus. Sofort schlug ich mir die Hand vor den Mund, aber es war zu spät. Der Mann hatte mich gesehen und kam mir in einem mechanischen Gang schnell entgegen. Ich war noch zittrig vor Schock, drehte mich aber so schnell ich konnte um und rannte los. Ich drehte mich nicht einmal um und war in kürzester Zeit bei meiner Tante angekommen. In Tränen aufgelöst weckte ich sie auf und erzählte ihr, was ich gesehen hatte. Sie tröstete mich und machte mir einen Kakao. Das war sicher ein schlimmer Albtraum, den du hattest. Keine Sorge, wir können an deinem Geburtstag auch etwas anderes machen. Das Nachbarskind tauchte am nächsten Tag wieder auf. Aber ich hatte das Gefühl, sie war seitdem nicht die gleiche. Und der Zirkus? Ja, der verschwand so schnell wieder, wie er aufgetaucht war. Ich erzählte die Geschichte danach niemandem mehr. Glauben würde man mir ja sowieso nicht. Ich verstehe noch immer nicht, warum du auf diese creepy Schule gehen möchtest, sagt Mona kauend auf ihrem Marmeladenbrot. Tja, so halte, antworte ich ihr achselzuckend, während ich meine Schulsachen vom Küchentisch in den Rucksack packe. Du weißt aber schon, dass das eine der schlimmsten Schulen im ganzen Umkreis ist, oder? In dieser Schule gibt es nur Problemkinder. Die machen Ärger, randalieren und sind komplett außer Kontrolle. Das sind so richtige Loser. Außerdem verschwindet seit 20 Jahren immer wieder jemand dort und kommt nicht mehr zurück. Das ist doch total irre. Danke für die Aufklärung, sage ich und verdrehe dabei die Augen. Ich sag's ja nur, aber du bist so stur wie Mama. Nie hörst du auf jemanden. Warum zur Hölle willst du nur auf diese Schule? Ich verstehe dich echt nicht, sagt sie und runzelt die Stirn. Genervt von ihrem Gelaber gebe ich meiner großen Schwester einen Abschiedskuss auf die Wange und gehe zur Garage, um mein Fahrrad zu holen. Sie kennt den wahren Grund nicht, warum ich die Schule gewechselt habe. Mein Kumpel Gregor, den ich übers Zocken kennengelernt hatte, ging auf diese Schule und ist vor ein paar Monaten spurlos verschwunden. Er erzählte mir, dass in der Schule immer eine komische Atmosphäre herrschte. Und er hatte mir auch gebeichtet, dass er Angst hätte, dass er der Nächste sein würde, der entführt werden würde. Ich glaubte ihm das alles nicht. Doch dann verschwand er von einem Tag auf den anderen. Niemand konnte mir sagen, was mit ihm passiert war. Selbst die Polizei stellte keine großen Nachforschungen an, da sie den Fall als abgehauene Teenager abstempelten. Und Gregors Eltern sagten achselzuckend, dass er nun mal schon 16 ist und für sich selbst verantwortlich sei. Ich wusste zwar, dass Gregors Eltern Suchtprobleme hatten und sie sich nichts aus Gregor machten, aber ich konnte nicht glauben, mit welcher Gleichgültigkeit sie auf das Verschwinden ihres einzigen Sohnes reagierten. So entschied also ich mich, die Schule zu wechseln, um herauszufinden, was mit Gregor passiert ist. Und das ist unser neuer Mitschüler Valentin. Du kannst dir einfach einen Platz aussuchen, sind ja eh genug frei, sagte die Lehrerin, als sie mich knapp der Klasse vorstellt. Eigentlich kann man das als Klasse nicht wirklich bezeichnen. Im Raum sitzen gelangweilt ungefähr 10 Schüler, die entweder aufs Handy schauen, irgendwas im Heft rumkritzeln oder einfach nur aus dem Fenster starren. Der Unterricht ist ziemlich langweilig und niemand scheint so wirklich zuzuhören. Sag mal, kennst du Gregor? Frage ich ein blondes Mädchen, als die Stunde zu Ende geht. Nein, und wer bist du? Fragt sie mit hochgezogener Augenbraue. Valentin, heute ist mein erster Schultag, antworte ich ihr verwirrt. Hat sie mich denn gar nicht bemerkt? Aha, dein Gregor hört sich wie Nerd an. Mit solchen Leuten hänge ich nicht ab, sagt sie schnippisch und wirft mit ihren lang lackierten Nägeln die Haare zurück. Er ist vor ein paar Monaten verschwunden, bestehe ich darauf. Schön für ihn, ist er diesem Loch entkommen, sagt sie und verschwindet durch die Türen. Fassungslos stehe ich da. Ich befrage ein paar andere, doch niemand scheint überhaupt mitbekommen zu haben, dass Gregor verschwunden ist. Die meisten wissen nicht einmal, wer Gregor ist. Herr Schraub, melden Sie sich nach der Stunde bei dem Direktor, sagt mir plötzlich der Mathelehrer ein paar Tage später. Warum? Woher soll ich das wissen? Halten Sie einfach den Rand und gehen Sie nach der Stunde ins Büro, mault er mich an. Höflichkeit kennt man an dieser Schule wohl nicht.
Nach der Stunde klopfe ich an der Tür des Direktors, doch ich bekomme keine Antwort. Ich klopfe noch ein paar Mal und öffne dann vorsichtig die Tür. Entschuldigung, Sie wollten mich sprechen. Wer sind Sie? Blafft mich der alte Mann an. Herr Schraub aus der FB, antworte ich ihm stotternd. Es ist das dritte Mal in meinem Leben, dass ich diesem Mann begegne, und auch jetzt habe ich ein mulmiges und unruhiges Gefühl. Mit geneigtem Kopf schaut er mich so durchdringend an, dass ich am liebsten aus dem Büro ganz weit wegfliehen würde. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass Sie Nachforschung über Herr, sagt er und schaut auf einen Notizzettel, Herrn Gregor Berner betrieben haben. Wie kann man nur den Namen eines seiner Schüler vergessen haben, die verschwunden sind, denke ich mir fassungslos. Ja, wir waren Freunde und ich wollte sehen, ob ich vielleicht etwas herausfinden kann, was mit ihm geschehen ist, antworte ich leise. Eine peinliche Stille legt sich dann über den Raum. Aha, und wie weit sind Sie damit gekommen? Fragt er und kratzt sich am Hals. Nicht wirklich weit, keiner weiß so wirklich was. Nun, da Sie nicht wirklich Erfolg haben, schlage ich vor, dass Sie damit aufhören, sagt er ernst. Was meinen Sie damit? Dass ich diese Rumschnüfflerei hier nicht toleriere. Der Direktor erhebt die Stimme und haut dann mit der Faust auf den Tisch. Ich verbiete Ihnen, die Schüler wie auch die Lehrer weiter auszufragen. Aber ich möchte doch nur wissen, was mit meinem Freund geschehen ist, rufe ich wütend und schubse den Stuhl zurück. Ich möchte ihm noch etwas an den Kopf werfen, doch dann halte ich plötzlich schockiert inne. Aus dem Augenwinkel entdecke ich die exakt gleichen Kopfhörer, die auch Gregor immer bei unseren Spielen getragen hat. So unauffällig wie möglich versuche ich da genauer hinzusehen. Das können doch nicht seine sein. So unauffällig wie möglich schaue ich hin und entdecke meinen geschenkten Aufkleber, den er sich auf die Seite geklebt hat. Ein großer Kloß bildet sich im Hals und ich schlucke schmerzhaft. Meine Gedanken rasen und ich starre den Direktor schwitzend an. Was starren Sie so blöd? Raus mit Ihnen! Und wenn mir nochmal zu Ohren kommt, dass Sie weiterhin die Menschen nach Informationen ausquetschen, schmeiße ich Sie von der Schule! Droht er mir und schlägt die Tür zu. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Könnte es sein, dass der Direktor was mit dem Verschwinden von Gregor zu tun hat? Als die Schulstunden enden und alle nach draußen stürmen, husche ich zum Parkplatz und verstecke mich mit dem Fahrrad in den Gebüschen. Es dauert eine Weile, doch dann kommt endlich der Direktor raus. Als er losfährt, versuche ich ihm auf den Fersen zu bleiben und trete mit all meiner Kraft in die Pedale. Schwer atmend und komplett nass lande ich in einem Teil der Stadt, wo ich bisher noch nie gewesen bin. Der Direktor parkt vor einem etwas heruntergekommenen Gebäude und geht hinein. Leise folge ich ihm hinein, doch er ist auf einmal wie vom Erdboden verschwunden. Folgst du mir etwa? Ertönt plötzlich eine Stimme hinter mir. Und bevor ich mich umdrehen kann, spüre ich einen dumpfen Schlag auf den Hinterkopf und falle bewusstlos zu Boden. Ich wache auf, weil mein Schädel furchtbar dröhnt und gleich zu zerplatzen scheint. Irgendwas ist hier falsch. Alles ist irgendwie verkehrt herum. Ich versuche, den Kopf zu drehen, doch irgendwie... Ich realisiere plötzlich, dass ich von der Decke herunterhänge. Meine Arme und Beine sind festgebunden und mein Mund ist mit Paketband zugeklebt. Panisch versuche ich, mich zu befreien, doch das Einzige, was passiert, ist, dass noch mehr Blut in meinen Kopf zu strömen scheint und ich das Gefühl habe, gleich zu zerreißen. Weißt du was? Wenn du die Nachforschung über Gregor eingestellt hättest, dann hättest du ganz normal weiterleben können. Aber nein... Der werte Herr musste seine Nase in Dinge stecken, die ihn rein gar nichts angehen. Ertönt plötzlich eine mir bekannte Stimme und der Direktor erscheint vor mir. Diese Schule ist mein perfekter Jagdgrund. Weißt du, alle paar Jahre muss ich den Stress rauslassen. Nervige Schüler, noch nervigere Lehrer und die Eltern, die sind wirklich am schlimmsten. Da macht es ja auch nichts aus, wenn ein paar Schüler mal verschwinden. Vor allem nicht solche wie Gregor, die eh keiner vermisst. Doch dann kamst du. Ein Dorn im Auge, der eliminiert werden muss, sagt er und grinst breit. Ich versuche aufzuschreien, doch es kommen nur gedämpfte Geräusche aus meinem Mund. Ein heftiges Zittern überkommt mich. Und als der Direktor ein riesiges Messer zückt, weicht die ganze Kraft aus meinem Körper und ich breche in Tränen aus. Das wird mir Spaß machen, so wie es mir bei Gregor Spaß gemacht hat, sagt er mit einem gruseligen Lächeln
und ein stechender Schmerz durchfährt meinen Körper. Das Blut rinnt an meinem Gesicht herunter und das Letzte, was ich höre, ist die hohe, kalte Lache des Direktors. Andere Leute gehen gerne ins Kino, zum Fußball oder auf Partys. Mein Kumpel Sven und ich, Ludwig, gingen gerne in den Wald. Ja, ich weiß, das klingt creepy. Frag mich nicht warum, aber der Wald hat für mich etwas Magisches an sich. Diese Ruhe, die Natur und auch dieses Mysteriöse. Ein Wald scheint wie ein Ort voller Geheimnisse. Es gab ein großes, bewaldetes Gebiet bei uns am Stadtrand. Wir leben in einer ländlicheren Gegend und hier konntest du stundenlang wandern und trafst manchmal sogar niemanden, außer ein paar Rehen und Hasen. In diesem Wald spielten Sven und ich immer Verstecken, bauten Lager oder liefen einfach nur herum. Es gab immer irgendetwas zu entdecken. Manchmal fanden wir auch Müll, den andere Menschen in den Wald oder den kleinen See davor geworfen hatten. Wir hassten so etwas und meistens entsorgten wir die Sachen dann auch. Wie konnte man so einen schönen grünen Ort nur so verschandeln? Als wir uns an jenem Freitagnachmittag nach der Schule am Waldrand trafen, hätte ich niemals geglaubt, dass es das letzte Mal sein würde, dass ich diesen Wald betreten würde, den ich sowas wie mein Zuhause nannte. Ein leichter Nieselregen setzte ein. »Lass uns trotzdem in den Wald, oder?«, fragte Sven. »Na klar«, gab ich zurück. Wir verzogen uns zuerst in unser Baumhaus, das wir letztens gebaut hatten. Dort wollten wir bleiben, bis der Regen weniger wurde. Vom Baumhaus aus hatten wir einen weiten Blick über den Wald. Hier drin hatten wir einiges gelagert. Lebensmittel, alte Comics, sogar ein Fernglas. Sollte die Welt doch untergehen, in unserem Baumhaus wären wir sicher. Das Baumhaus lag sehr versteckt tief im Wald und außer uns kannte niemand den geheimen Eingang. Mithilfe des Fernglases konnten wir auch die Umgebung überwachen. Wir stellten uns immer vor, dass Feinde unser Baumhaus stürmen würden und wir es verteidigen müssten. Sven stand gerade auf dem Posten und überwachte den Wald. »Siehst du jemanden?«, fragte ich. »Nein, alles sauber. Scheint, als ob der Wald allein uns gehört. Aber warte, da unten da liegt etwas. Es ist mit dem Fernglas so schwer zu erkennen. Haben da irgendwelche Idioten wieder Müll abgeladen?« »Nein. Also vielleicht auch doch, aber das sieht eher aus wie ein alter Gameboy.« Diese Beobachtung hatte uns so angefixt, dass wir sofort hinunterkletterten, um dieses Gerät zu untersuchen. Und tatsächlich, mitten auf dem Waldboden lag ein alter Gameboy, so wie man ihn Anfang der 2000er benutzt hatte. »Ob der wohl noch angeht?«, fragte Sven. »Niemals«, lachte ich. Aber zu meinem Erstaunen ließ er sich tatsächlich starten. Ein Spiel wurde geladen. The Forest. Wir setzten uns auf einen Baumstamm und fingen an, das Spiel zu spielen. Es war wirklich merkwürdig. Nein, merkwürdig war vielleicht die Untertreibung des Jahrtausends. Man spielte einen kleinen Jungen, der in einem dunklen Wald von gruseligen Gestalten mit Rabenmasken gejagt wurde. Das Ziel war es, aus dem Wald herauszukommen, bevor sie einen schnappten. Das Spiel war allerdings so schwierig, dass wir es nie schafften. Immer wieder verloren wir und ein rabenartiger Totenkopf erschien auf dem Display. Game over. »Alter, das ist so creepy«, murmelte Sven und drückte mir den Gameboy in die Hand. »Wer zur Hölle verliert so ein Ding hier mitten im Wald? Die Gameboys sind doch Kult. Auf eBay kriegt man für so einen funktionierenden bestimmt ordentlich Kohle.« Ich konnte die Situation nicht wirklich begreifen. »Lass uns zurück zum Baumhaus.« Ich konnte die Worte nicht fertig aussprechen. Da packte mich Sven und hielt sich den Finger vor den Mund. »Psst, da ist jemand im Gebüsch. Verarschst du mich?« Nein, da hinten.« Sven deutete auf das Unterholz südlich von uns. »Stimmt«, dachte ich. Es sah so aus, als ob da eine schattenartige Figur stand. Vielleicht war es aber auch eine Lichtspiegelung. Ich meine, wir waren gerade aufgedreht wegen diesem Spiel. »Gib mir mal das Fernglas«, forderte ich. Sven reichte es mir. Dann schaute ich nach. Und als ich das unbekannte Objekt näher sah, wurde mir auf einmal ganz schummrig. Es war eine gruselige Gestalt mit einer Rabenmaske. Wie in diesem verdammten Spiel.
müssen sofort zum Baumhaus, bevor es uns entdeckt, flüsterte ich. Es war allerdings bereits zu spät. Die Gestalt rannte ruckartig auf uns zu. Achtung, Bro, links von dir kommt eine weitere! Svens Worte rissen mich aus der Starre. Mein Kumpel hechtete durch das Dickicht auf direktem Weg zu unserem Baumhaus. Wenn wir es nach oben schaffen würden, könnten wir die Leiter hochziehen und waren damit zunächst in Sicherheit. Ich war langsamer als er und fiel etwas zurück. Das sind mittlerweile bestimmt 10 Stück von diesen Wesen, brüllte Sven von vorne, während er sich immer wieder umdrehte. Ludwig, du musst dich beeilen, die kriegen dich gleich. Sven war jetzt an der Leiter und kletterte wie Tarzan höchstpersönlich nach oben. Dann war ich an der Reihe. Ich drehte mich kurz um und erstarrte. Die Rabenwesen waren näher als erwartet. Hektisch griff ich nach der Leiter, aber langte ins Leere. Sven hatte sie schon hochgezogen. Tut mir leid, Kumpel. Er hatte ein schelmisches Grinsen auf den Lippen. Jemand muss sie aufhalten, während ich über den anderen Ausgang fliehe. Tut mir leid, mein Bro. Heute wirst du geopfert. Nein, nein, das kannst du nicht machen. Dieser selbstsüchtige Idiot war anscheinend nie wirklich mein Kumpel gewesen. Er hatte mich verraten. Was würde ich nun tun? Sie waren noch 10 Meter von mir entfernt. Was also jetzt? Der Gameboy. Ich hatte ihn noch immer in der Hand. Er war noch an, anscheinend hatte ihn Sven nicht richtig ausgeschaltet. Ich drückte den Ausschalter. Game over! Schrie ich. Und in dieser Sekunde zerfielen die Rabenfiguren zu Staub. Du hast es geschafft! Schrie Sven von oben. Aber ich rannte davon. Ich wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ich rannte aus dem Wald heraus. Auf dem Rückweg kam ich noch an dem kleinen See vorbei. Ich schmiss den verfluchten Gameboy ohne nachzudenken dort hinein. Als ich aus dem Wald trat, schwor ich mir 2 Sachen. Erstens würde ich nie, wirklich nie wieder was mit Sven zu tun haben, der mich auf jeder menschlichen Ebene sowas von enttäuscht hatte. Und zweitens war ich mir komplett sicher, diesen teuflischen Wald, den ich einst meine Heimat genannt hatte, würde ich garantiert nie, nie wieder betreten. Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content and Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde, ihr unterstützt uns wirklich extrem. Bis morgen zur nächsten Geschichte.